Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich filme jetzt gerade mit meinem Handy, weil ich meine Kamera bei meiner Mama zu Hause vergessen habe. Ich wollte eigentlich einen Vlog filmen. Ich hatte gerade spontan Lust dazu, einen Vlog zu filmen. Deswegen lege ich jetzt gerade einfach mal los. Und ich hoffe, dass das geht mit meiner Kamera, weil eigentlich müsste das von der Auflösung her in Ordnung sein. Und ja, ich probiere es einfach mal aus jetzt einfach. Und irgendwie sehe ich auch gar nicht so scheiße aus mit meiner Handykamera, wie ich mich gerade fühle. Ich mache jetzt gerade Essen. Ich bereite was vor, weil ich vorkoche und es einfrieren möchte, damit ich immer was da habe. Zeige ich euch gleich. Ich muss erstmal ein bisschen Mess hier aufräumen und dann zeige ich euch gleich, was ich einfach mal so mache. Und ich hoffe, ihr habt Lust dazu, dass wir vielleicht auch mehr öfters mal Vlogs machen. Ich habe auf jeden Fall Lust dazu. Deswegen schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr Bock habt. Ich trage übrigens gerade so ein Kimono-Ding. Ist nicht wundern. Und genau. Ich wollte euch ein bisschen mitnehmen, auch so durch meinen Alltag, wo ich jetzt, also ich bin ja gerade dabei abzunehmen und meine Ernährung umzustellen, Sport zu machen. Deswegen dachte ich, das wäre vielleicht für euch auch interessant. Und ich habe jetzt bereits auch schon, ich glaube, ungefähr 3,5 Kilo abgenommen in 2,5 Wochen knapp. Und ich bin da zufrieden. Und ich würde sagen, halte euch auf dem Laufenden und ich mache jetzt hier mal kurz ein bisschen aufräumen und dann zeige ich euch, was ich mache. Genau. So, ich hoffe, meine Kamera funktioniert. Jetzt hatte ich gerade ein paar Probleme. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade Möhren geschnitten. Irgendwie sehen die im Moment total komisch aus. Guckt euch das mal an. Ich habe die gerade gestern gekauft. Und das hatte ich mit meinen letzten Möhrchen, die ich gekauft habe, auch, dass die so aussahen. Also wenn man das dann, das sieht richtig eklig aus, aber wenn man das, also die schält, dann sehen die ganz normal aus. Ich verstehe das nicht. So sieht das ganz normal aus. Ich verstehe nicht, was das im Moment ist, aber das hatte ich mit meinen letzten Möhrchen auch. Ich verstehe es nicht ganz. Auf jeden Fall habe ich die gerade geschnitten. Ich mache jetzt gerade eine vegane Bolognese und zwar von dem Rezept von der Shake Babe App, von Shake World. Ich habe aber keine Shakes oder irgendwas gekauft. Ich benutze nur die Rezepte teilweise, weil ich die gut finde und da immer die Mengen, die Kalorienanzahl beisteht. Genau, deswegen, das Rezept habe ich schon ausprobiert. Das ist richtig geil. Also ich habe ein Möhrchen geschnitten. Ich brauche rote Linsen gleich noch. Und ich muss noch meinen, wie heißt das? Sellerie hier. Das ist kein Knollensellerie, das ist so ein anderer Sellerie. Muss ich noch schneiden und fertig machen. Und ich habe hier drüben schon vorbereitet meinen Wok mit Zwiebel, Knoblauch und ich habe da noch eine passierte Tomatenpackung. Das sind genau 500 Gramm. Das reicht nämlich genau, ich mache 5 Mahlzeiten gerade. Also ich koche 5 Soßenmahlzeiten sozusagen, keine Nudeln, nur die Soße. Und dann wollte ich die nämlich einfrieren und in so Tütchen tun. Ich habe hier so Tütchen, hier Gefrierbeutel. Und dann mache ich das dann rein. Und friere das ein, damit ich immer was im Gefrierschrank habe zum Auftauen. Richtig cool. Und es ist jetzt natürlich keine Werbung hier für Shape World oder irgendwas. Ich benutze das einfach, weil ich es cool finde und nicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, was Geld bekomme oder die irgendwas, keine Ahnung. Also ich habe es einfach aus freien Stücken gemacht und deswegen, ich finde die App gut für die Rezepte. Aber ich kaufe mir nicht die Shakes, weil ich mag so ein Kram halt nicht, so eine Crash-Diät ähnlichen Dinger. Genau, da habe ich noch einen Kürbis, den werde ich nachher noch machen für mein Mittagessen. Ich werde mir nämlich heute versuchen, eine Buddha Bowl zu machen. Ich habe Tofu im Kühlschrank und so weiter. Freue mich schon sehr drauf. Genau, ich mache jetzt hier noch weiter und dann zeige ich euch nachher, wie es am Ende aussieht. Yay, genau. Wow, wenn man Pro da drin ist, die Karotten auf einen Teller zu machen. Wow. So, ich mache das eigentlich immer so, dass ich mir die Zutaten schon alle so bereitstelle, die ich brauche. So Gewürze und so habe ich hier oben, direkt oben drüber. Das mache ich dann, nehme ich mir dann immer raus. Aber stelle ich mir manchmal auch schon mit hin. Und was ich nochmal sagen wollte, ist, ich lebe nicht vegan an sich, aber ich esse halt auch ganz gerne mal vegan und vegetarisch. Also ich esse momentan halt auch nicht so viel Fleisch. Wenn, dann vielleicht auch mal eher Fisch, aber im Moment esse ich wirklich sehr wenig Fleisch so. Deswegen, und es schmeckt halt richtig gut, deswegen, ja. Und mit Fleisch und so, es hält sich auch immer alles nicht so gut und deswegen, ja. Finde ich das Rezept wirklich super und ich fange jetzt an zu kochen und zeige euch dann gleich, wie es aussieht. Yay. So, das ist jetzt der Zwischenstand. Ich habe noch nicht die Linsen drin, die stehen da hinten noch. Weil ich das erstmal noch so ein bisschen kochen lasse, weil letztes Mal war der Sellerie noch ein bisschen sehr hart. Nur das Anbraten hat das nicht so viel gebracht. Deswegen lasse ich das jetzt immer ein bisschen köcheln.
und mache gleich den Deckel drauf und dann mache ich später die Linsen dazu und dann lasse ich das nochmal köcheln, bis die Linsen gar sind und dann würzen und sowas und fertig. Also eigentlich echt easy und ich habe ganz vergessen zu zeigen, dass da auch noch Tomatenmark reingehört. Das habe ich nämlich selber vergessen mir hinzustellen und habe dann gemerkt, so, oh, mir fehlt noch was. Aber das passiert mir immer. Wie passiert das auch? Genau, das lasse ich jetzt köcheln hier und dann zeige ich euch, wenn wir fertig sind, beziehungsweise wenn ich fertig bin mit Kochen. Genau. So, in der Zeit, wo das jetzt vor sich hin köchelt, wollte ich hier schon mal ein bisschen vorbereiten für mein Mittagessen. Ich habe hier Naturtofu, ich hatte da richtig Lust zu, den werde ich mir gleich richtig marinieren und so. Dann habe ich hier noch eine Zucchini, ich hoffe, die ist noch gut, die ist schon ein bisschen älter. Dann habe ich hier Hokkaido-Kürbis, davon werde ich aber nicht den ganzen nehmen. Die Karotten und Couscous und ich werde mir eine Buddha Bowl hoffentlich davon machen. Und ich habe noch, oh, ich wollte noch Frühlingszwiebeln, habe ich auch noch drin. Muss ich kurz holen. Frühlingszwiebeln. Hoffe, die sind noch gut. Ja, kann man noch benutzen. Frühlingszwiebeln haben wir hier noch. Und vielleicht noch ein bisschen Tomate und Salat, mal gucken. Aber ich versuche mal, das mir zu machen. Ich werde jetzt erstmal gleich Kürbis, Karotten und das hier und die Zucchini vorbereiten und dann würzen und so weiter und in Ofen dann für den Ofen vorbereiten, dass das in den Ofen kommt. Das wollte ich dann wie gesagt alles im Ofen machen. Das hier mache ich in der Pfanne fertig, das werde ich vorher marinieren und ich mache auch so viel, dass ich von zwei Tage essen kann, hoffentlich. Und den Couscous mache ich mir morgen dann, wenn ich morgen esse, extra fertig, weil das auch 5 Minuten, muss heißes Wasser raufkippen und fertig und warten. Das heißt, Couscous machen wir nur für heute und den Rest bereite ich mir vor für morgen auch noch. Ja, und ich freue mich da recht drauf. Ich hoffe, das wird gut. Wir werden es sehen. So, sieht das jetzt fertig aus. Also, ich finde, das sieht schon sehr wie eine Bolognese aus schon. Aber es ist halt vegan. Ich finde es halt echt cool, schmeckt richtig lecker. Und kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich lasse das jetzt abkühlen. Und dann werde ich das in so Plastikbeutel, einpacken und dann einfrieren. Genau. Und ich mache jetzt hier weiter gerade mit meinem anderen Essen für heute. Und irgendwie ist mein Kürbis noch voll grün, aber man kann den wohl trotzdem essen. Ist wohl noch nicht so richtig reif, aber ja. Muss jetzt so sein, muss jetzt so gehen. Und ich werde ihn jetzt trotzdem machen. Und hier habe ich schon noch andere Gemüse geschnibbelt. Und das werde ich noch marinieren so ein bisschen dann halt. Leute, ich glaube, ich kann davon 3-4 Tage essen. Mal gucken. Ich wollte auch noch Kichererbsen dazu machen, nämlich in diese Bowl. Mal gucken, das sieht auf jeden Fall schon nice aus. Ich war erst noch einen Moment, lasse jetzt ein bisschen in meinem Ofen und warte noch einen Moment mit dem Essen machen, weil es ist erst 12:30. Deswegen, ich habe erst noch nicht wirklich Hunger, deswegen. Aber es ist alles vorbereitet, dann muss ich nur anmachen und dann ist es fertig. Yay. So, ich sitze jetzt ein bisschen auf dem Sofa. Ich sehe aus. Ich werde auf jeden Fall nachher noch Sport machen und dann duschen gehen. Beziehungsweise, ich weiß noch nicht, vielleicht gehe ich auch baden. Ich hatte nämlich gestern noch ein bisschen so Badesalz gekauft und so bei DM. Genau, ich kann euch das uns nachher auch mal zeigen oder gleich mal zeigen, was ich so gekauft habe. Ich war außerdem noch beim Primark und bei Vero Moda habe ich was gekauft. Das kann ich euch gerne nachher nochmal zeigen. Und es ist nicht viel. Und, das zeige ich euch nachher, was ich gekauft habe. Und dann, wie gesagt, mache ich nachher noch Sport, aber zu Hause. Ich gehe aufs Rudergerät und dann mache ich noch ein bisschen Tanzchoreografie lernen oder sowas in der Art. Dann halt, ich habe nämlich letztens angefangen zu lernen von Monster X Hero. Ich liebe das Lied. Ja. Und das werde ich jetzt weiter lernen. Ich hoffe, man hört die Musik nicht so laut, dass mein Video nicht nachher irgendwie demonetarisiert wird oder sowas. Ja, ich sitze jetzt ein bisschen auf dem Sofa. Ich habe meinen Laptop noch vor mir und wollte noch ein bisschen rumgucken und so. So, ich wollte euch mal eben kurz zeigen, was ich gekauft habe. Und zwar zeige ich euch einmal hier diese wunderschönen, Parfums. Und zwar habe ich mir einmal von Nihan das gekauft und einmal von Emma Louise das gekauft. Habe ich euch ja schon erzählt. Und ich werde mir auch das von Sonny auch noch nachkaufen. Und hier haben wir einmal das von Nihan und einmal das von Emma Louise. Und das von Emma Louise ist bisher mein Favorite. Das habe ich auch drauf. Es riecht richtig gut. Ich mag aber alle wirklich sehr gerne. Und ich finde das wirklich super, was sie gemacht haben. Dann habe ich mir hier noch von Dresdner Essence süße Überraschung gekauft. Das ist halt so ein Sprudelbad mit Toffee-Geruch. Und es riecht so geil. Und dann noch Winterglück habe ich mir auch noch gekauft. Das ist so ein Badesalz. Von Balea ein Duschgel habe ich mir noch gekauft. Und ich habe mir ganz viele Socken gekauft bei Primark. Also solche ganz kurzen Sneakersocken. Die finde ich richtig gut.
Und das war eine Packung weiß und eine Packung schwarz. Das sind aber so viel. Es sind eigentlich nur 5 Paar, aber genau. Und dann habe ich mir noch eine Jeans gekauft mit so einem Streifen beim Primark. Ich habe so eine ja schon in dunkelgrau mit einem gelben Streifen. Da ist das Rot halt gelb. Und das ist halt eine Größe 44 und die sitzt richtig gut. Die ist richtig schön stretchy, high-waist. Mega. Und die ist halt auch richtig gut von der Länge her halt so. Die ist halt hier unten auch ganz normal. Meine andere, die ich hatte, die ist so ausgefranst unten. Die ist aber auch mega cool. Aber genau, das halt zu der Hose. Vielleicht zeige ich euch das nachher noch angezogen. Genau, das ist das, was ich gekauft habe bei Primark und so. Ich habe noch einen Oberteil, das zeige ich euch gleich. Ich habe noch online zwei Sachen bestellt. Das habe ich vor 3 Monaten bestellt. Das ist von Biore, die UV Aqua Rich Watery Essence. Mit 50 plus Lichtschutzfaktor. Ich kann nicht mehr reden. Ist auf Japanisch, kann ich nicht lesen. Aber das gehört halt zur Korean Skincare Routine, die ich jetzt schon ein bisschen länger jetzt mache. Ich beziehungsweise jetzt ein bisschen schleifen lassen habe. Aber ich wollte eigentlich weitermachen. Weil das tat meiner Haut echt gut. Und ich wollte das. Ich meine, ja, der Sommer ist zwar fast vorbei, so gut wie vorbei. Aber ist trotzdem nicht schlecht, jeden Tag Lichtschutzfaktor zu tragen. Ist gut für die Haut, von daher, man kann damit nicht schaden. Deswegen habe ich mir das mal bestellt, hat irgendwie 8 € kostet, hat aber auch irgendwie ewig gedauert, bis es ankam. Und ich habe mir vor so einen Lackstift gekauft für mein Auto, weil wenn ihr mir folgt auf Instagram, wisst ihr, mein Auto hat an der Seite einen richtig fetten Kratzer. Danke nochmal an denjenigen, der das da reingemacht hat und ja, keine Nachricht hinterlassen hat. Super. Auf jeden Fall hier müsste auch die richtige Farbe sein. Ich habe auch richtig nach diesem Code geguckt im Serviceheft und so. Also, ja, müsste richtig sein und das werde ich demnächst auftragen, damit das nicht rostet. Weil lackieren, das kostet mega viel. Ein paar 100 € meinten die zu mir, kostet das. Und da ich jetzt auch ein Problem hatte mit meinen Hinterreifen und die auch neu machen musste, habe ich mir jetzt erstmal als Lösung einen Lackstift geholt, damit das nicht rostet und werde das dann im nächsten Jahr lackieren lassen, die Tür. Genau, das dazu. Und ich zeige euch nochmal eben kurz meinen Pulli, den ich mir gekauft habe. Hallo. Na? Hi. Boop. Süße. Ja, warte, ich zeig euch mal kurz. Du bist so süß, Lilly. Weißt du das? Okay, sehe ich auch so. Ne, Mausi? Was ist los? Hunger? Oder was? Ja? Hast du Hunger? Ich glaube, ich muss die kleine Maus hier gleich mal füttern, aber ich zeige euch vorher nochmal den Pulli. Sie geht auch schon hoch, okay. Ich nehme euch gleich mit zum Füttern. Zeige ich euch mal. Aber ich zeige euch erstmal den Pulli. Ich habe den jetzt an der Tür hängen. Das ist der Pulli von Vero Moda, habe ich den gekauft. Es ist so ein richtig schönes Rostbraun-Rot. Hi. Die Farbbezeichnung hier auf dem Schild ist Ketchup, wohl. Anscheinend. Da habe ich in der L gekauft für 20 €. Hat so einen höheren Kragen und sitzt echt gut und ist richtig weich. Also kann ich euch auch empfehlen. Habe ich gekauft. Ja. Na, Mausi, was machst du da? Übrigens hat mein Freund hier noch seinen Trolley stehen. Nimmt man das nochmal. Ja, hier seinen Koffer stehen von seiner letzten ja, Dienstreise, sag ich mal so. Und die Katzen, die pennen da immer drin. Also, Schatz, deine Jacke ist wahrscheinlich voller Katzenhaare, aber naja, ist so. Und Lilly hat Hunger. Hi. Hast du Hunger? Okay, anscheinend. Ich nehme euch das mal mit. Ja. Und zwar fütter ich sie immer bei mir im Zimmer. Und Momo fütter ich immer da. Ich fütter sie immer getrennt, weil Lilly bekommt was anderes. Sie bekommt nämlich Trockenfutter. Momo bekommt Nassfutter. Und da sind die beiden nicht irritiert von dem gegenseitigen Essen. Ja, hast du Hunger? Mausi? Deswegen ich fütter sie mal hier vorne. Hier steht auch das Futter für Momo. Und genau, das ist mein Zimmer. Ich schwenke nicht da hinten rüber, weil da hinten ist Chaos. Aber wenn man betrachtet, mein Bücherregal. Da liegt auch erstmal noch was Anziehsachenmäßiges drin, egal. Hier haben wir das Trockenfutter drin für Lilly. Und genau, deswegen. Sie hat schon wieder Hunger, wie immer. Und deswegen kriegt sie jetzt nochmal was und ich muss unbedingt aufräumen. Oh mein Gott. So, ich habe jetzt den Ofen angemacht. Wir haben es jetzt, ich glaube,
kurz nach 13:30. Deswegen habe ich den Ofen angemacht. Ist da irgendwas drin? Achso, mein Lappen ist hier, sieht man. Okay. Und habe das jetzt auf jeden Fall angemacht. Ich habe jetzt erstmal, ich glaube, 15 Minuten oder so eingegeben. Ja. Genau, ich habe mein Tofu hier eingelegt in Sojasauce, Ingwer und Knoblauch irgendwie so. Gucken, ob das schmeckt. Habe ich jetzt eingelegt. Wie gesagt, werde ich dann braten, aber jetzt noch nicht, weil das Gemüse braucht erstmal ein bisschen länger. Ich warte wahrscheinlich erstmal, bis es fast fertig ist, das Gemüse, und fange dann an zu braten. Schneide mir dann noch ein paar Frühlingszwiebeln dazu und noch die Kichererbsen und so weiter noch fertig. Yay, ich freue mich schon. Ich bin so gespannt. Ich hoffe, es schmeckt. Aber ihr werdet es sehen. Ja. Genau. So, Leute, mein Essen ist fertig und oh mein Gott, sieht das nicht geil aus. Hier habe ich mein Kürbis. Da habe ich das Karotten-Zucchini-Gemüse. Dann habe ich hier Couscous. Dann habe ich hier Kichererbsen und Tofu und noch Frühlingszwiebel. Oh mein Gott, sieht das geil aus oder sieht es geil aus? Oh mein Gott, und es riecht auch richtig lecker. Wow. Ich finde es richtig geil. Also ich finde es, sieht richtig geil aus, auf jeden Fall schon mal. Ich habe auch richtig ein paar Bilder gemacht, mache auch gerne noch ein paar. Und ich werde jetzt das mal probieren und euch dann mal sagen, wie es schmeckt. Ich bin sehr gespannt. Und der Tofu sieht auch echt gut aus. Und ich bin sehr gespannt. So, Leute. Man sieht, ich habe schon einen roten Mund. ich habe schon einiges gegessen. Ich bin auch schon fast voll. Ich habe es noch nicht alle. Längst nicht alle. Es ist so lecker. Und auch dieser Tofu ist so gut. Ich habe noch nie so guten Tofu gegessen. Also zumindest nicht selber gemacht, aber ich habe auch so, habe ich immer schon mal, ich habe noch nirgendwo irgendwie gemachten Tofu gegessen, glaube ich sogar. Ich glaube nicht. Deswegen, oh mein Gott, es ist so geil, es schmeckt so gut. Und ich habe noch einiges über. Es ist so lecker. Ihr glaubt es nicht, Leute, es ist so lecker. Ich konnte selber nicht glauben, ich dachte erst so, na, ob das denn schmeckt, man weiß es nicht. Aber es schmeckt sehr gut. Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das morgen nochmal essen kann. Und übermorgen vielleicht auch noch. So viel, wie ich habe. Yeah, voll cool. Ich freue mich mega. Es ist richtig lecker. Ich esse jetzt noch ein bisschen weiter und dann ja, melde ich mich später. Hallo Mausi, na? Süße. Liegst du in deinem Karton? Ja, ne? Süße. Du Süße. Momo liegt da hinten. Oh, warte. Hi. Na? Wie sie da hängt. So, zwischen so zwei Stühlen. Ja, du. Oh, bist müde, ne? Gute Nacht, Marti. So, ich sitze jetzt wieder auf dem Sofa. Ich habe jetzt gerade die Küche aufgeräumt, den Geschirrspüler angeschmissen. Und so weiter, gemacht, getan. Ich bin so voll. Ich habe meine Portion nicht geschafft. Aber dafür habe ich, glaube ich, für die nächsten zwei Tage locker noch was über. Und Lilly zwängt sich gerade aus ihrem Karton wieder raus. Und ja, ich lasse jetzt ein bisschen sacken, das Essen, damit ich Sport machen kann. Weil direkt nach dem Essen geht natürlich nicht. Und dann fange ich an mit dem Rudergerät auf jeden Fall und dann mache ich weiter mit der Tanzchoreografie. Dann bin ich halt auch aufgewärmt und ja, ist natürlich besser, als wenn ich kalt anfange, irgendwelche Übungen zu machen. Und ich gehe dann bestimmt 15 Minuten aufs Rudergerät oder so. Vielleicht schaffe ich auch mal mehr, mal gucken. Aber wir fangen halt richtig an, so die Arme weh zu tun. Also nicht die Oberarme, sondern die Unterarme tun mir richtig weh. Dann nach einer Zeit. Ansonsten könnte ich ja eigentlich weitermachen und eigentlich wesentlich länger durchhalten. Nur tun so die Unterarme weh. Ich weiß auch nicht. Also. Vielleicht habe ich untrainierte Unterarme. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mache ich dann mit der Tanzchoreografie weiter. Zeigen werde ich euch das wahrscheinlich nicht. Also zumindest nicht die Tanzchoreografie oder so. Weil, oh mein Gott. Don't judge me. Nein. Das wollt ihr, glaube ich, nicht sehen. Irgendwann werde ich euch das vielleicht mal zeigen. Wenn ich ein bisschen abgenommen habe und wenn ich also deutlich besser bin, was Tanzen und Choreografien angeht und so, dann werde ich euch das wahrscheinlich mal zeigen. Aber vorher müsst ihr euch noch gedulden und macht das ja halt aus. Da einfach, weil es mir Spaß macht und so. Deswegen, ja.
Ich hoffe, der Vlog war nicht mega, mega lang. Ich werde auch nur einen Tag vloggen. Und von mir aus kann ich dann halt auch so eine Art Daily Vlogs machen fast. Oder zumindest immer an den Tagen, wenn es interessant ist, wenn ich Sport machen gehe, neue Rezepte und so ausprobiere, dann kann ich das auf jeden Fall machen. Wenn irgendwas ist auch und so. Am Freitag kommt jetzt ein neues Blackpink-Lied raus mit Dua Lipa und oh mein Gott, I'm excited! Oh mein Gott, ich freue mich schon so darauf. Ich bin so gespannt. Mal gucken, wann der erste Trailer-Teaser rauskommt. Ansonsten gucken wir uns den nämlich zusammen an. Das können wir nämlich gerne auch in einem Vlog machen, dass wir uns den Teaser angucken. Beziehungsweise, ja, können wir machen. Und dann kommt am Freitag mein Reaction-Video natürlich zu dem Lied online. Ich freue mich schon sehr. Endlich wieder ein Reaction-Video. Ich habe schon die ganze Zeit darauf gewartet und ich habe teilweise ein paar Sachen verpasst und ich war ein bisschen verwirrt, weil ich wollte zum Beispiel zu NCT, zum neuen Lied von NCT 127, glaube ich, eine Reaction machen, aber irgendwie war das merkwürdig, weil einen Tag vorher kam schon die englische Version raus und dann irgendwie einen Tag noch die koreanische, deswegen war ich voll verwirrt. Ja, auf jeden Fall wird es von Blackpink eine Reaction geben und es kommt nächste Woche, ich glaube am 22. das neue Monster X Musikvideo bzw. Album. Da werde ich eine Reaction auf jeden Fall zu machen bei Monster X. Yay. Ich lerne, wie gesagt, auch gerade Monster X Hero. Das erste Mal von einem Dance Practice und nicht von einem Tutorial. Und ich krieg's hin, oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall Monster X ist ja eine große Liebe von mir. Von daher muss ich auf jeden Fall reacten. Und ich muss noch gucken, was noch kommt diesen Monat. Und ich hoffe, nächsten Monat und so kommt einiges, dass ich reacten kann dazu. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr bis dahin geguckt habt. Hallo! Ob es euch interessieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel die ein bisschen später hochlade, die Reaction-Videos. Ich fange nächsten Monat an zu arbeiten auf einer neuen Station am 1.11. und dann nehme ich euch dann auch gerne mit in den Vlogs. Aber dann kann es natürlich angehen, dass ich nicht sofort schaffe, das Video hochzuladen. Jetzt, wo ich frei habe, schaffe ich das natürlich meistens, also außer bei Sunmi, Siren, habe ich das nicht geschafft. Aber ansonsten habe ich es immer geschafft, das kurz danach hochzuladen sogar schon. Also es war sehr schnell online, nachdem das Video online war dann, also das Musikvideo. Und deswegen, also es kann natürlich angehen, dass es dann mal passiert, dass es nicht so schnell kommt. Außer ich habe frei oder einen passenden Dienst natürlich. Wenn ich einen Spätdienst habe, passt das auf jeden Fall. Aber schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das trotzdem sehen wollt, auch wenn es dann halt schon ein paar Stunden her ist oder ein Tag her ist. Schreibt mir gerne mal. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, ob ich das dann trotzdem machen soll für euch, weil ich habe da richtig Lust zu. Mir macht das so Spaß. Und ja, schreibt mir mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ja, ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus. Bin noch ein bisschen im Internet, YouTube und so. Und dann nehme ich euch nachher mit, wenn ich Sport mache. Ja. Ich bin gerade so voll. Alter. Weil ich habe eigentlich gefühlt nicht viel gegessen, aber ich bin so voll. Das war richtig geil. Und ich glaube, es war auch echt gesund, weil Couscous, ich habe eigentlich, glaube ich, 70 Gramm Couscous gemacht. Ungefähr, nicht ganz. Ich glaube, 67 Gramm. Und ich habe gerade mal, wenn überhaupt, die Hälfte davon gegessen. Im Mix mit dem ganzen Gemüse. Es war ja sehr, sehr viel Kürbis und Karotten und so Gemüse. Bla, und Kichererbsen und so. Ich glaube, das war. Und der Tofu und so auch viel Eiweiß und so dabei. Deswegen, ich glaube, das war richtig gut. Und ich glaube, es ist auch ein gutes Vorbereitungsessen für den Sport. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich gut durchhalten werde und ja, ihr werdet es ja sehen, ihr werdet es hören und genau, dann sehen wir es auf jeden Fall später. Man kann wahrscheinlich nicht so viel sehen, weil das Licht von hinten kommt, aber es ist mein Sportoutfit. Das Oberteil ist von H&M, der Sport-BH, dazu habe ich auch sogar die passende Hose, aber ja, ich mag den Sport-BH lieber. Habe ich von Chibo gekauft. Die Hose ist auch von H&M, das ist so eine Dreiviertel lange. Ich habe auch noch zwei schwarze lange, aber irgendwie ist die eine in der Wäsche und die eine ist irgendwo im Auto. Wegen Fitnessstudio und so. Ja, genau deswegen muss ich jetzt die anziehen, aber ja. Okay, was machst du da? Hello, Malzi.
Ich muss Backe. Süße. Ja, ich zeige euch jetzt gleich mal, wo ich Sport machen gehe. Kommst du mit? Kommst du mit? Ja. Hey, sie denkt, sie kriegt was zu essen. Nein, 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 nicht zu essen. Wir gehen jetzt hier hin und zwar ist hier endlich ja, Katzenzimmer. Aber hier steht unser Rudergerät. Und da werde ich jetzt erstmal gleich raufgehen. Ich habe meinen Laptop da oben schon stehen. Hier ist ein bisschen Chaos, weil hier ganz viele Katzensachen und so rumliegen. Aber es ist mir egal, Hauptsache ich kann Sport machen. Und ja, da werde ich jetzt eine Runde drauf gehen. Und dann werde ich nach unten noch gehen und vom Laptop noch ein paar Tanzchoreografieübungen machen. Genau. Mein Trinken habe ich da auch schon stehen. Ja, jetzt geht los. Hello. Love you. So, ich bin jetzt hier auf dem Video und suche mir hier gerade schon mal raus, wo ich anfange. Ich fange nämlich beim Chorus an. Oh mein Gott, okay. Leiser. So, und bei 52. So. Dann gehe ich hier oben drauf. Das ist so eine Erweiterung. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt mehr. Werde ich euch hier sonst reinschreiben. Und auf jeden Fall mache ich das dann auf Mirror. Das ist halt richtig rumgespiegelt wird. Und genau, ich gehe mit dem Speed ein bisschen runter und möchte halt, dass der Chorus halt immer wieder abgespielt wird. Und zwar ist da. Oder ist hier, so. Und dann spielt er das immer wieder ab, das mache ich dann an und dann spielt er immer wieder genau diese Stelle ab und ja, vielleicht filme ich das sogar. Mal gucken. Ja, und das übe ich jetzt weiterhin. So, ich habe jetzt gerade Sport gemacht. Ich habe mich schon ein bisschen abkühlen lassen. Und so. Deswegen, ich sitze jetzt nicht so verschwitzt auf dem Sofa. Ich habe ein bisschen... Ich wollte jetzt nicht so verschwitzt mich filmen. Deswegen, also Sport habe ich gemacht. War leider nicht ganz so produktiv irgendwie. Ich wollte irgendwie mehr machen. Aber ich hätte auch irgendwie mehr Lust auf einen Crosstrainer zu gehen. Aber den habe ich ja bei meiner Mama und nicht bei Jan. Hier. Beziehungsweise den haben wir noch nicht hier. Deswegen, ja, ich würde eigentlich ganz gerne darauf gehen. Ja, mal gucken. Morgen treffe ich mich mit meiner besten Freundin. Wir wollen ins Kino gehen. Wahrscheinlich gucken wir die Unglaublichen 2. Genau, vormittags weiß ich noch nicht, was ich mache. Irgendwas wollte ich noch machen. Ich weiß es gerade gar nicht. Genau. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gehe ich jetzt gleich dann irgendwann noch duschen. Und Jan, der ist auf dem Weg nach Hause. Der war wieder auf, ne, wie nennt man das, Dienstreise oder so. Die hatten halt, da ist er in der Richtung Rotenburg. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Der ist auf jeden Fall da hinten hinter Rotenburg gewesen, da hatten die irgendwie ein Treffen von der Arbeit. War deswegen gestern und heute nicht da. Und ist jetzt gerade auf dem Rückweg, kommt dann auch wahrscheinlich so gegen 18 Uhr, also eine Stunde ist er bestimmt da, denke ich. So lange dauert das von daher auch nicht, hierher zu fahren, wieder nach Bremen. Und morgen nehme ich euch auch wieder mit. Ich habe auch schon auf Instagram eine Umfrage gemacht, ob ich den Vlog hochladen soll, weil der ganz schön lang wird jetzt. Ich habe nämlich schon angefangen zu schneiden. Ich war nämlich schon produktiv hier zwischendurch und bin jetzt nämlich gerade schon bei über 20 Minuten ohne das, was ich jetzt hier noch habe vom Sport. Bis dahin habe ich halt schon 20 Minuten. Aber es ist auch echt viel und ich weiß halt nicht, was ich danach rausschneiden soll. Ich habe gefragt, ob ich es trotzdem hochladen soll. Bisher haben alle für Ja gestimmt. Also ja, wird der Vlog auf jeden Fall online kommen. Also sorry, dass er so lang geworden ist. Ich konnte echt nichts noch heute rausschneiden und ich mag es halt auch ganz gerne ein bisschen zu labern und so. Also ich hoffe, euch gefällt das. Deswegen ja, kommt das Video dann wahrscheinlich morgen online oder heute Abend noch. Mal gucken, ich weiß noch nicht genau. Aber ich denke mal, morgen Vormittag kommt das dann online, der Vlog. Dass es dann auch nicht so weit weg ist sozusagen. Also immer den Tag später oder so versuche ich das dann hochzuladen. Und wie gesagt, stimmt gerne oben ab, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ob ihr mehr Vlogs haben wollt. Ich filme dann nachher noch mein Abendessen und so und werde dann halt auch nicht so ein bisschen
Da habt ihr gesehen, was ich so den ganzen Tag gegessen habe. Ich bin auch noch so voll. Es ist jetzt 4:15. Oder gleich 4:15. Ja. Und ich bin noch so voll vom Essen. Ich habe auch spät gegessen. Deswegen mal gucken, was ich heute Abend esse. Ich weiß es noch nicht genau. Ich würfel mir irgendwas zusammen. Wahrscheinlich. Mal gucken. Oder ich mache mir irgendwie einen Joghurt oder so. Ja. Eigentlich wollte ich einen Joghurt machen mit Erdbeeren, dachte ich mir gerade. Aber ich habe meine gefrorenen Erdbeeren bei meiner Mutter im Gefrierschrank gelassen. Aber ich habe noch normale Beeren. Somit. Ich habe noch Himbeeren und Heidelbeeren. Sonst wechsle ich das einfach mal gucken. Werdet ihr sehen, auf jeden Fall mache ich mir wahrscheinlich sowas, weil es hat nicht so viel Kalorien. Ich glaube 280 Kalorien oder so hat so eine Schüssel. Und das reicht mir auch. Und ich glaube, ich brauche heute nicht mehr viel nach dem Mittagessen. Deswegen werde ich mir so einen Joghurt da machen. Wahrscheinlich. Ja. Klingt nach einem Plan. Ihr werdet es sehen. Jetzt daddel ich noch ein bisschen rum, gehe dann noch duschen. Und dann sehen wir uns zum Abendessen. Auf jeden Fall. So, das ist jetzt mein Abendbrotessen. Mein Abendessen. Abendbrotessen. Kann man auch sagen, oder? Naja. Auf jeden Fall habe ich Joghurt, Haferflocken, ein bisschen Honig und so eine Bärenmischung aus dem Tiefkühlfach und ein bisschen Kokosraspeln. Das esse ich jetzt. Ja, hat nicht so viel Kalorien, deswegen. Ja, und ich habe auch gar nicht so viel Hunger nach dem Mittagessen wollen. Deswegen das passt schon. Und Jan steht die ganze Zeit da mit seinem Tablet und weiß nicht, wohin damit. Ich will ja keinen Schatten werfen auf dein Video. Ach so, okay. Thank you. Kannst auch was sagen. Hallo. Hi. Hi. Hallo, liebe Zuschauer. Ibims, der Jan. Ibim, ja. Oh Gott. Was soll ich denn sagen? Weiß ich nicht. Ja, also wir sitzen jetzt noch auf dem Sofa hier, gucken noch ein paar Videos auf YouTube. Haben gerade die neuen Videos von Cable geguckt. Das war cool. Haben ein paar neue Lieder gefunden. Ja, ein paar Sachen waren dabei. Mhm. Gucken da jetzt noch ein bisschen was und dann, ja. Jan ist übrigens da. Hi. Hallo. So, im Armut wieder bekommen. Ja. Genau, wir gucken jetzt noch ein bisschen und dann gehen wir ins Bett. Ja. Das war jetzt das Ende von meinem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Stimmt gerne ab, wenn ihr mehr Vlogs haben wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und genau. Bye. Bye. Tschüss.